waren ganz nett weihnachtlich. Alle? Nein, denn da gab es auch noch den frisch gebackenen FDP-Chef Lindner. FDP, ist das noch bekannt? Gut, dieser Herr Lindner nahm Bezug auf die Hotelsteuer. Sie erinnern sich, dieses Geschenk für die Hotellobby. Und da meinte Lindner nun, also die sei ja im neuen Koalitionsvertrag immer noch da. Also von der FDP die Hotelsteuer. Aber weil Sie nichts daran verändert haben, nach Jahren dümmlicher Polemik, ist das jetzt auch Ihre Hotelsteuer. Das ist ein Dreh, was? Also so als Tipp auch für Sie, für Weihnachten, nicht? Sie bauen Mist, also schmeißen bei Schwiegermutter den Punschtopf um und machen sich dann aus dem Staub. Und wenn dann keiner den Mist aufwischen will, dann sagen Sie, ja, ist jetzt halt dein Punschtopffleck. Wobei, es war ja nicht nur die Hotelsteuer der FDP, das ist falsch. Nein, nein, man muss der Ehrlichkeit halber sagen, die CSU, die hat damals genauso eine Riesenspende von Mövenpick erhalten. Und die sitzt jetzt ja noch in der Regierung. Also die CDU, nicht